So, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme von Let's Play City Car Driving. Wir sind hier live am Start und damit ich das auch diesmal hinkriege, bin ich nicht alleine, sondern wir haben heute den Nico von Gamerspiel TV dabei und ja. Ja, moin. Also das war jetzt meine Idee, dass ich das sage, damit das geht. Ja. Das ist jetzt so eine Vollvorstellung, ne? Also alles automatisch, du brauchst gar nichts mehr machen. Das hört sich gut an. Also ich spreche dann auch für dich. Du kannst also jetzt auflegen. Okay, dann tschüss. Ja, nee, also pass auf. Wir haben jetzt hier, sag mal, Altstadt oder Neustadt? Neustadt. Neustadt. Und wir fahren wo? Wir fahren jetzt mal durchs Neue. Nee, wir fahren durch die Geschäftszone. Parkplatz? Was? Willst du nicht vom Parkplatz losstarten? Da kannst du mal einparken üben. Meinst du, ich kann das nicht? Weiß ich nicht. Pass auf, ich fahre da hin von der Geschäftszone aus und ich nehme heute mal den Nissan Qashqai. Hast du den? Hatte ich den nicht schon mal im Video gehabt? Warte, ich guck nach. Ich das weiß, musst du jetzt mal schnell gucken, sonst hätte ich ja optional den Opel Agila. Nee, halt, warte, den nicht. Ich weiß, dass er sich sehr schön fahren lässt. Der Opel Agila. Nee, der Qashqai. Im Spiel oder in echt? Ich habe gerade Rem Pictures eingegeben. Ist das gleiche, ne? Dreck Pictures, alles so eins, ne? Im Spiel. Oh, du hast. Wie viele Folgen? Zu viele. Ah, da steht ja ganz gar viele nicht. inzwischen. Ah, steht ja nirgendwo, was du gefahren bist, ne? Doch, in der Beschreibung steht das drin. Guck ich jetzt hier das Video durch, Ach oder Gott. Ugh. Sind ja nur 30. Dann nehme ich mal präventiv jetzt hier den. Welcher war das? Agila? Ach, den Agila, Mann. Sagtest du doch gerade. Nee, ich fahre jetzt den, Qashqai. Toyota Highlander, der war das. Und der hatte so eine tolle Farbe. Okay, pink? Der hat wirklich so ein richtiges. Die Farbe nehme ich einfach mal. Pink? Das ist so, was ist das? Magenta. Pink, pink, pink. Cool. Also ich weiß, das ist so eine undefinierbare Farbe in meinen Augen. Hauptsache schön weiblich. Ja, natürlich, deswegen fahre ich das Auto jetzt auch, ne? Kannst du nicht noch eine Barbie raufkleben? Na, man kann vielleicht Fahrschule aufs Dach drauf. Ja, wobei, vielleicht kann man die Texturen ein bisschen ändern und dann ist da eine weibliche Mitfahrerin oben abgebildet. In Form von einer Puppe. Kann man die ändern? Die Texturen so? Einfach? Ja, wobei es kann auch sein, dass das ein Objekt ist. Dann ist das nicht ganz so leicht, weil du musst dann erst das Modell davon ändern und dann die Textur. Also auf gut Deutsch nicht so einfach. So, Übrigens, Toyota Highlander. ich habe hier einen Witz geschickt bekommen, ne? Nein. Auf WhatsApp, Abitur 2017. Peter hat 4 Pokémon in 3 Stunden gefangen und musste dafür eine Strecke von 7 Kilometern zurücklegen. Berechne den Akku seines iPhones. Nochmal. Abitur 2017. Ne? Ja. Peter hat 4 Pokémon in 3 Stunden gefangen und musste dafür eine Strecke von 7 Kilometern zurücklegen. Berechne den Akku seines iPhones. Ja, herzlichen Glückwunsch. Das wird das Abitur von 2017. Ich sehe es kommen. Ja, Marco, Mann, das ist für mich nicht lustig. Das ist doch Kacke, Mensch. Ich kann mir noch nicht mal deinen. Ich gebe dir einfach eine Nummer ab sofort, weißt du? Wäre auch eine Maßnahme, aber gut. Dann heißt du ab sofort nur noch 3. 4-7 oder so, ne? Nee, ich dann heiße. Hat sie dann, das. Ich heiße dann einfach. Ganz einfach 3. Und wie Roche das sagen würde. 3. Hm. Na gut, wobei wir können dich auch. Du kannst ja auch einen anderen Namen einfallen lassen, so ist es jetzt nicht. Nee, ne? Ich finde die Zahl 3 schon ganz gut. Ja gut, das ist dann die Frage, aber weil die 3 ist eigentlich relativ kreativ. Na gut, also es gibt ja 3 in vielen Zusammenhängen auch so mit Büchern und Filmen und sowas, ne? Bücher. Kennst du gar nicht, das ist so. Das ist so wie Klopapier, nur etwas massiver und etwas langlebiger. Einer nicht gehört.
Und da ist so drauf gepresst. Ne? Also das ist gedruckt und das macht dir dann Druck, weil da Druck drauf ist. Ganz, ganz einfach eigentlich, aber. Und wenn du es nicht kennst, dann gut, ja. Hm. Muss ich mit leben und dann ist das halt so. So, wir fahren jetzt gerade den Toyota Highlander. Kennst du das Auto? Nein, hast du mich schon mal gefragt. Hab ich das? Ja. Nur ich merke das natürlich nicht. So ist ich kenne ihn immer noch nicht, Tim. Ach so. Ja gut, also ich kenne den neuen Toyota Highlander und den finde ich persönlich sehr schön. Du kannst dir ja mal parallel jetzt mal bei Google Bilder angucken. Ja. Gibt's einfach mal einen Toyota Land Cruiser 2015, 16 irgendwie. Land Cruiser? Ja. Land Cruiser 2000. Ne, ich lass einfach. Ach, der ist das, der Riesenwagen. Ja. Das ist der ganz große, ne? Das ist, ja, das ist, ja. Ja, doch, den kenne ich den. Der sieht vorne, das Licht vorne ist ein bisschen, so ein bisschen wie beim neuen Citaro Facelift, ne? Gibt's einen neuen Citaro wieder? Nein, beim Citaro Facelift, vorne das Licht ist auch so. Er ist gerade und dann so abgespitzt nach oben, ne? Das weiß ich, also... Ja, guck doch mal von außen das Licht an von dem Wagen. Ja, ich habe jetzt hier den von 2008. Nee, halt, ich bin doch zum Kacken doof, Mensch. Ich fahre den Toyota Highlander. Boah. Ey, Mann, vergrab mich bitte irgendwo. Nee, aber ich finde den Toyota Land Cruiser sehr schön. Oh, weia. Ich kann nicht mehr. Ich glaube, wir sind schon zu lang dran. Den kenne ich. Das ist ein amerikanisches Auto. Highlander? Ja, weil alle, die ich hier sehe, haben amerikanisches Kennzeichen. Ja, würde ich auch vermuten, weil den sehe ich hier in Europa gar nicht. Ja, in Europa? In Deutschland meinst du? Ja, und in Deutschland, aber... Obwohl doch, den gibt es auch in Europa. Hier in Deutschland. Ich sehe hier einen mit europäischen Kennzeichen im Prinzip. Doch, den habe ich auch mal gesehen. Aber das ist ein alter. Der neue, der wird wohl nur noch in Amerika verkauft und gebaut. Ne, wohl, hier ist einer. Hier ist einer. Doch, gibt es. Ja? Aber wahrscheinlich selten, weil er zu teuer ist oder so. Ja, wobei es gibt, das ist ja auch der lustige, viele Autos haben, ich weiß auch nicht warum, in anderen Ländern einen anderen Namen. Ich habe hier unter einem Video einen Kommentar gesehen, da waren so viele Rechtschreibfehler drin, ne? So viele mache ich vielleicht in einem Jahr. Selbst du, also das ist dann wirklich da ganz hart gewesen. Ne? Soll ich das mal vorlesen? Ne, besser hier nach. Hier nach? Okay, weil sonst würdest du auch zusammenbrechen. Ich weiß nicht, ob wir das in der Aufnahme wollen. Ich bin auch so schon sehr nervlich angetutscht. Ich habe ja nichts gegen Leute, die vielleicht eine schlechte Rechtschreibung haben. Aber das ist einer, der hat eigentlich gar keine Rechtschreibung. Das, wenn jedes zweite Wort falsch ist, dann mache ich mir Sorgen. Ja, also es gibt ja auch oft dann den Fall, dass man einfach keinen Bock hat irgendwie. Ja, und der hat geschrieben, er wird 13. Er wird 13. Ja. Also vom 13-Jährigen verlangt man ja zumindest, dass er jedes zweite Wort richtig schreiben kann. Ja gut, also ich kenne einige Leute, die können schreiben, ne? Nur, ob die das dann machen? Ne, aber ich find's auf YouTube generell so traurig. Die meisten Leute, wenn du... Es gibt so viele Kommentare, da sind so viele Wörter falsch in einem Satz. Ja, also, ja. Ja, warum? Ich würde behaupten, 90% der Kommentare enthalten Fehler. Ja, und die geilsten Kommentare sind einfach die, wo 5 Sätze hintereinander sind, ohne Punkt und Komma abgetrennt, wo du nichts verstehst aus dem Satz. Ja gut, Es gibt solche Sätze zum Beispiel, also ohne Punkt und Komma, das Video war klasse, kannst du den Bus fahren, morgen sind Ferien und
Heute ist schönes Wetter. Diese vier Sätze ohne Punkt und Komma einfach hintereinander geschrieben. Daraus wird man nicht schlau. Das muss man sich viermal durchlesen. Ja gut, das ist wahr. Wenn ich so einen Kommentar lese, bin ich aber trotzdem noch, sag ich mal, dankbar, wenn ich dann trotzdem noch die Botschaft verstehe. Ja, aber meistens verstehst du das ja gar nicht. Nur es gibt manchmal, und das meine ich jetzt ernst, Fälle, in denen ist das, was du da gerade gesagt hast, dass da mal kein Punkt und Komma ist. Das regt kleinere mich immer Problem. Auf. Na, das regt mich immer auf. Wo es dann aufhört, ist, wo ich dann nicht beim siebten Mal immer noch nicht verstehe, wer was von wem will. Das meine ich ja nicht so, dass man bei jedes Komma setzen muss. Aber man muss doch zumindest mal einen Punkt in einen fertigen Satz setzen. Weil sonst verstehst du ja gar nichts. Wenn du einen Satz sendest ohne Punkt, das ist ja klar, da brauchst du ja keinen Punkt im Prinzip. Aber wenn du jetzt einen Satz Nico, schreibst. Darf ich dich mal ganz kurz unterbrechen? Ja. Die Folge ist zu Ende. Hä? Die ist gerade angefangen. Ja, das ist halt so. Wir nehmen jetzt das nächste Auto in der nächsten Folge und dann würde ich sagen, pass auf, bis zum nächsten Mal. Als ob die vorbei ist. Tschüss. Ja, die ist vorbei.